Zuletzt bei Horizon Forbidden West Burning Shores. Mit einem überbrückten Wasserflügel näherten wir uns Walter Londras Dino Park, aus welchem er seine Rakete starten will, gemeinsam mit einigen wenigen auserwählten Quen, um den Planeten zu verlassen. Der einzige Nachteil: diese Rakete wird den gesamten Planeten, zumindest einen großen Teil davon, verseuchen. Das müssen wir auf jeden Fall aufhalten, ne? Und als ob das nicht schon Problem genug wäre, ist Sakers Schwester mitten in Londras engsten Kreisen und wir müssen irgendwie Londra aufhalten, aber dabei darauf achten, dass ihre Schwester im besten Fall sich uns wieder anschließt. Ziemlich kompliziert. Hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück. Vielleicht sollten wir fragen. Gut. Zu einer neuen Folge von Horizon Forbidden West, Friends. Könnte das Gebäude da sein? Keine Ahnung, welchen Zweck dieser Ort hatte. Wir sind immer noch mitten in Londras eigenem privaten Jurassic Park und haben beim letzten Mal den Anführer der Garde, glaube ich so, des Sicherheitsteams ausgeschaltet und haben von ihm einen Schlüssel erhalten. Ich töte für Walter, wenn es und wir müssen jetzt erstmal herausfinden, in welches Schloss dieser Schlüssel überhaupt passt. Aber viel vom Park haben wir schon gesehen. Das heißt, Londra selber und auch seine Anhänger, die sich jetzt bald mit dieser absolut toxischen Rakete die den Schuh machen wollen, ne, die sind nicht mehr weit weg. Wir müssen schnell sein, damit die Rakete nicht startet, bevor wir ihn erledigt haben. Weil dann wird es uns und dem Rest von Amerika, zumindest in wahrscheinlich vielen 10 oder 100 Kilometern, nicht mehr so gut gehen. Weil das Ganze ziemlich viel toxischen Müll in die Luft pusten wird. So. Mal sehen. Füß mal hier rüber. Geht hier irgendwas? Nee, hier ist noch nichts. Okay. Ich höre auch niemanden. So, ja. Schließen wir mal darüber. Ich glaube, dieses Gebäude hier, Freunde. Was könnte es sein? Das Waffenlager. Okay. Okay, das ist das Waffenlager. Mal sehen, ob wir weiter reinkommen. Ich versuche gleich mal zu scannen. Um zu schauen, ob wir hier irgendjemanden finden, ne? Da ist ein Schloss an der Tür. Mal sehen, ob der Schlüssel passt. Warte mal, wo ist eine Tür? Ah, hier. Ja, das wäre natürlich schön, ne? Fedders Schlüssel? Funktioniert! Okay. Geil. Wichtig. Und da hängt irgendwas. Können wir uns durchlesen? Meine Freunde, Walters Arbeit im Vulkan darf nicht gestört werden. Es sei denn, es ist absolut unerlässlich. Falls ihr jedoch nach mehr Tee, Wein oder Pfahlbeerkeksen verlangt, befindet sich die Zugriffssteuerung innerhalb dieses Gebäudes. Kontaktiert Fedder, wenn ihr den Schlüssel braucht. Aha! Hier ist der Zugang zu Walter Londra. Damit wir ihm mehr Wein, Tee und Kekse liefern können. Das uns hilft, in den Vulkan zu kommen. Bei mir wäre nur Tee durch Kaffee ersetzt. Dann wäre alles großartig. Was ist das? Speichereinheit. Zenith-Technologie. Sieht wie eine Art Speichergerät aus. Aber wofür? Mal sehen, was mein Fokus uns sagt. Dann mal los! Kryogener Speicher. Okay. Ich meine, Kryostase ist ja meistens immer Körper einfrieren. Eine Flüssigkeit. Oh, riecht streng. Ich rieche es bis hier. Wie Alkohol, der zu stark zum Trinken ist. Vielleicht ein Konservierungsmittel? Werden da vielleicht Menschen drin aufbewahrt oder Lebensmittel? Eine Pergamentrolle mit Glyphen in sauberer Handschrift. Helena, ich habe Nova, ja, das ist die KI, wegen unserer glatzköpfigen Kameraden befragt. Sie meinte, abgeschnittene Nägel von Fingern oder Zähnen werden es auch tun. Was tun? Reagenzgläser? Für ein Experiment? Oder nur um Proben zu nehmen?
So, ist hier sonst noch irgendwas, womit ich interagieren kann? Nee, ne? Erstmal nicht. Drüben ist aber noch irgendwas. Komme ich hier durch? Nee, auch nicht. Hä? Was muss ich denn jetzt noch tun? Oder muss ich mit diesem Bett interagieren? Ah. Ich muss mal einzeln damit interagieren. Dass Haare von den Quen gesammelt wurden. Und Nagelabschnitte. Eklig. Ja. Was hast du rausgefunden? Ich glaube, Laundra sammelt und konserviert DNA-Proben der Quen in diesem Gerät. DNA? Sowas wie ein Speicher für die physische Essenz einer Person. Ich schicke dir später Daten darüber. Okay, schätze ich. Dann mal weiter. Will er sich vielleicht irgendwie, wenn er dann in der neuen... Vielleicht will er auch gar keine Leute mitnehmen. Aber vielleicht will er sich DNA-Proben und so mitnehmen, um sich dann irgendwie neue Leute zu klonen. Dass er das Inzestproblem in der neuen Welt löst. Die geht nicht auf. Bleib hier. Ich suche nach einem anderen Weg. Das schaffen wir, Freunde. Da habe ich direkt doch das Gitter entdeckt. Aber diesmal war es auch schön beleuchtet, ne? Ich bin stolz. Ich bin stolz. Oh boy, aufpassen. Nee, droppen. Okay. Voll süß, wie diese leuchtenden Pilze oder was auch immer. Das sind hier wirklich so eine Art Pfeile irgendwie so darstellen, ne? Oh, okay. Ein sehr einladender Stuhl. Aber die Konsole könnte nützlich sein. Das erinnert mich gerade voll an 100. Also, falls ihr die Serie The 100 gesehen habt, ich will es euch nicht spoilern, na, was es mit diesem Stuhl auf sich hat. Aber alle, die The 100 gesehen haben, wissen, warum dieser Stuhl mich daran erinnert. Hier ist ein Netzwerk, aber es ist gesperrt. Vielleicht kriege ich Zugriff, wenn ich den Strom kurz aus- und anschalte. Okay, ich weiß ja nicht, warum das was bringen sollte, den Strom kurz aus- und anzumachen, aber... Na, who cares. Kurzschluss. Ich brauche wohl einen neuen Akku. Okay, ist die jetzt so richtig am Arsch, diese Zelle? Kann ich die irgendwie reparieren? Oder ist es, wenn ich die da rein... Kann ich die da reinschieben? Oder muss ich da jetzt wirklich eine neue finden? Nee, da kann ich die nicht reinschieben, okay. Aha, von da bin ich gekommen. Aber hier ist auch nochmal eine Tür. Boah, ich bin echt gespannt, was dieser Dude vorhat. Also ich war mir am Anfang echt nicht so sicher, was ich von der Story halten soll. So nach dem Motto so, ich weiß nicht, halt noch ein Zenith. Keine Ahnung, ob mich das nochmal so hookt. Aber ich muss zugeben, ich bin mittlerweile ziemlich hooked. Ich will echt wissen, was hier los ist. Was der für crazy shit macht, was der vorhat, mit was für Technologien der versucht, seine Ziele zu erreichen. Irgendwie hat's mich mittlerweile. So, scanne nochmal. Datenkonsole, ja, das haben wir. Da hinten ist meine Brut. Ist das ein Zettel, den ich lesen kann? Hier irgendwie diesen Serverraum, ne? Kommt man da irgendwie rein? Hier. Warte mal. Immer wenn es für mich nicht weitergeht, Freunde, dann habe ich meistens wieder, ihr wisst, so ein Seil übersehen. Eigentlich kann ich eventuell wieder irgendwo dieses Seil finden oder nutzen. Irgendwo hier unten muss es doch für mich weitergehen. Ich meine, ich habe die Tür da hinten geöffnet und kein nichts, also daraus kein Fortschritt für mich persönlich gewonnen. Ah! Ich wollte gerade sagen, eigentlich immer, wenn man etwas Neues findet, muss es ja einfach auch was bringen. Hier, den Weg haben wir übersehen. So, und jetzt kann ich den hier auch in Brand stecken. Und damit kann ich mir irgendeine Form von Weg öffnen. Yeah. Let's go. Kleine Abkürzung. Oh, ich kann noch hier rein. Eine kleine Vorratskiste. Ein bisschen Holz. Kommt der eine oder andere frische Pfeife für uns raus. Zellen. Für einige der Quen? Oh boy, was hat denn der hier für kranke... Was hat denn der hier für kranken Scheiß gemacht, Mann? Holy shit. Wie kann ich das irgendwie aufreißen? Warte mal. Nee, kann ich nicht. Okay. Was wirkt das, ob man das öffnen könnte? Metallklammer. Ah, aber von der anderen Seite kann ich reißen. Okay.
Wahrscheinlich von hier? Ja! Ah, hier durch die Wand durch. Interessant. Aber, Freunde, ich lerne, meinen Seilwerfer zu benutzen. Aber das ist auch eine Tür, die wir öffnen können. Geil. Da habe ich nochmal was gefunden, ne? Walter Laundra. Das Waffenlager war früher eine Krankenstation für kleine Belger, die ihre Mami im Park verloren haben. Wie passend, dass ich es für meine eigene kleine Brut benutze. Hier kann ich in den Quen rumstochern und ihnen ihre Medizin einflößen. What? Okay, das ist abgefuckt, Mann. Was ist da drin? Was ist das? Alte Skulpturen, die sind einfach nur Kohle wert, oder? Also, Geld habe ich jetzt echt keine Probleme mehr. So, aber jetzt haben wir hier okay, aufgemacht. Okay, da ist dein Akku. Ah. Wie krieg ich den da hin, wo ich ihn brauche? Sehr gut. Ja, dann transportieren wir den Kollegen mal wieder zurück. Und dann kriegen wir hoffentlich Zugriff zur Konsole. Wie läuft das bei dir? Ich glaube, ich weiß, wie ich in die Systeme der Anlage komme. Aber erstmal brauche ich wieder Strom. Okay. Aber grill dich nicht. Keine Sorge, habe ich nicht vor. Also gut, der Akku ist bereit. Jetzt schalte ich den Strom wieder ein. Also gut, Strom ist da. Ich hoffe, das setzt das Netzwerk zurück. Hey, die Tür ging gerade auf. Ich komme zu dir. Oh, geil. Der Apfel ist an der Orange. Antworte. Der Apfel ist eine Orange. Der brainwash die. Der Vogel ist ein Fisch. Antworte. Irgendwas tun? Das Dreieck ist ein Quadrat. Antworte. Das ergibt keinen Sinn. Ich will nicht, dass die Quen selbstständig denken. Ich habe das Gefühl, das ist MOP. Oh nein. Er manipuliert sie. Antworten. Als gehorchen. What the hell? Wir müssen ihn aufhalten. Okay. Aloy. Die anderen Mitglieder von Farsinith ausgeschaltet hat. Ich bin froh, dass du das System zurücksetzen konntest. Wirklich? Ja. Dadurch konnte ich mehrere Beschränkungen umgehen. Nova ist auf unserer Seite? Ich habe eine Bitte und ich bin bereit, euch im Gegenzug behilflich zu sein. Du arbeitest für Laundra und erwartest, dass wir dir trauen? Warte. Okay. Wenn du helfen willst, beweise es. Hilf mir zu verstehen, was hier los ist. Laundra baut ein Raumschiff. Er sammelt Genmaterial von den Quen und erzieht sie dem MOP dieser Art Gehirnwäsche. Aber andere wie Seikas Schwester scheinen Teil eines Auswahlprozesses zu sein. Was bedeutet all das? Deine Beobachtungen sind scharfsinnig. Walter plant, die Erde zu verlassen, bevor das als Nemesis bekannte Wesen eintrifft. Er will eine neue Kolonie in einer fernen Welt gründen. Und sie mit Hilfe der gespeicherten Quen-DNA. Ja, um Intis zu verhindern, ne? Er beabsichtigt auch, eine kleine Anzahl sorgfältig ausgewählter Personen mitzunehmen. Er nennt diese Personen sein Gefolge. Eine Art Familie, die mit ihm die Kolonie regieren wird. Wie? Götter. Ein treffender Vergleich. Nur, dass nur Walter allmächtig sein wird. Ja, und ich weiß wie. Er wird bei jedem von ihnen MOP einsetzen. Richtig. Bei der Bevölkerung und seinem Gefolge. Niemand wird sich wehren können. Ich weiß sehr genau, wie so etwas ist. Was genau ist MOP? Kann Laundra wirklich Gedanken kontrollieren? Walters Unternehmen fördert Edelmetalle auf erdnahen Objekten.
Es gab Bedenken, dass solche Asteroiden in den falschen Händen als Geschosse aus der Umlaufbahn genutzt werden könnten. Das Meuterei-Unterdrückungsprotokoll war ursprünglich eine Sicherheitsvorkehrung, um Astronauten an genau so etwas zu hindern. Jedoch wurde das Programm abgebrochen, da die Probanden zunehmend aggressives Verhalten zeigten. Als wir hier ankamen, reaktivierte er das Programm, verfeinerte es und testete es an den Quen. Und gegen die Testpersonen haben wir wohl gekämpft. Ja, wegen ihrer aggressiven Tendenzen sind sie nützliche Wachen und Vollstrecker. Nun aber wird Walters Gefolge, seine Lieblinge, dem verfeinerten Verfahren unterzogen, das sie unterwürfig, aber nicht irrational aggressiv macht. Bekam Kina schon eine Gehirnwäsche? Nein. Wir können sie noch vor diesem Schicksal bewahren. Okay. Kannst du mir was Nützliches über Nemesis sagen? Leider nicht. Walter sperrt diese Dateien. Das liegt wohl daran, dass ich wie Nemesis eine künstliche Intelligenz bin. Ja, nicht, dass du neue Tricks lernst. Er hat immer Angst vor Verrat in jeglicher Form. Okay. Walter hat dich als seine Dienerin erschaffen? Ja. Aber meine Persönlichkeit stimmt ihn nie ganz zufrieden. Also passt er sie mit einer Matrix mit hunderten verschiedener skalierbarer Attribute ständig an. Zum Beispiel, heute liegt mein Mutterinstinkt bei 52%, meine Unbeschwertheit bei 63%, während sie gestern bei 47% und 72% lagen. Allein in den letzten 7 Tagen hat er 57 Änderungen vorgenommen. Digga, was? Das klingt qualvoll. Das ist eine zutreffende Beschreibung. Als ob sie Gefühle hätte, laber nicht. Du sagst, du liebst uns, aber du willst eine Gegenleistung. Was genau? Ich war 1000 Jahre Walters Dienerin und führte seine Befehle aus, während er ständig meine Persönlichkeitsmatrix verändert. Ich bin müde. Es ist Zeit, dass meine Dienerschaft endet. Ich verschaffe euch Zugang zu Walter, wenn ihr meinen Quellcode mit dem Überschreibungsgerät löscht. Wenn wir dich töten? Bist du sicher? Ja. Bitte, lass mich ruhen. Okay. Na gut. Ich habe die Tür entsperrt, die euch zu Walter führt. Er weiß noch nicht, dass ihr hier seid. Außerdem habe ich die Luft- und Seeverteidigung der Einrichtung deaktiviert. Oh, den Turm? Falls ihr Zugang benötigt. Danke. Und mach's gut. Endlich. Ich bin frei. Londra verdirbt wirklich alles, was er anfasst. Das muss aufhören. Komm schon, sie sagte, der Vulkan sei jetzt offen. Okay. Na dann, würde ich sagen, spazieren wir. Oh, hier ist Brimglanz. Schön. Können wir immer noch bei dem Händler uns was shoppen. Warte mal, hier war doch irgendwo eine Treppe. Da, hier müssen wir hoch. So. Dann wollen wir mal sehen. Es hat London nicht gereicht, ein Schiff zu bauen, das Tausende auslöscht, wenn es startet. Er möchte über seine gehirngewaschene Welt herrschen, wie ein Gott. Wir müssen ihn aufhalten und meine Schwester retten, bevor es zu spät ist. Ich bin froh, dass du hier bist, Aloy. Ich weiß nicht, was ich ohne dich gemacht hätte. Ich möchte nirgendwo anders sein. Beiden sind schon süß, ne? Die sind schon cute zusammen. So, die Tür hat er geöffnet. Boah, das hat jetzt richtig Final-Vibe. Boah, aber ich weiß nicht, also ich tue mir immer noch ein bisschen schwer, einer KI gegenüber Empathie aufzubauen. Ich sag's, wie es ist. Klar, das war jetzt schon irgendwie
dramatisch oder so, aber ich weiß, es bleibt Technik. Es bleibt Technik. Egal wie viel Leben man ihr einhaut. Wenn ich nicht bald einen Favoriten habe, muss ich meine Ansprüche runterschrauben. Nach ein oder zwei Generationen kann ich sie immer noch austauschen. Er sucht einen Liebling aus, den er in sein Gefolge aufnimmt. Den man wahrscheinlich irgendwie so zur rechten Hand nennt oder irgendwie sowas, ne? Ich bin etwas neben der Spur. Es ist ganz normal, nervös zu sein. Brauchst du etwas Zeit? Nein. Ich schaffe das. In Ordnung. Entspann dich. Nimm dir kurz Zeit. Und versuch's nochmal, wenn du bereit bist. Wie könnte ich nicht zurückkommen? Bei dir zu sein, fühlt sich richtig an. Wie eine Heimat. Okay, vielen Dank. Versuchen wir es mit China, ja? Wie könnte ich nicht zurückkommen? Bei dir zu sein, fühlt sich richtig an. Wie eine Heimat. Du bist wirklich was Besonderes, was? Weißt du, du erinnerst mich sehr an jemanden. Und doch mit einer ganz eigenen Schönheit. Ehrlich gesagt, es ist einfach inspirierend, vor dir zu stehen. Nein. Du bist inspirierend, Schätzchen. Nein, Selka. Würde es dir etwas ausmachen, wenn wir das nochmal... Oh. Selka! Sofort weg von ihr! Ich verstehe. Die rothaarige Rächerin hat mich endlich eingeholt. Nova, wie ist der Pöbel an dir vorbeigekommen? Nova? Nova ist weg. Sie hat es nicht länger mit dir ausgehalten und ich verstehe, warum. Ich dachte, die anderen sehen es wären ekelhaft. Aber du übertriffst wirklich alles. Sie klingt auf einmal ganz anders. Ja, ich bin anders als die anderen. Ja, unter anderem habe ich einen Weg gefunden, euch wie ein Insekt zu zerquetschen. What? Oh. Eine Schande. Hätte es mein leuchtender Stern sein können. Oh, 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 oh. Was zur Hölle ist das? Ein Spitzenschlachtrücken. Okay, Schlachtrücken sind prinzipiell nichts Neues. Gegen Schlachtrücken haben wir schon gekämpft. Ja, das ist jetzt keine neue Monsterart oder Maschinenart für uns. So. Ich versuche direkt mal so die Schwachpunkte so ein bisschen zu treffen. Ja. Ich sehe auch da am Bauch ist irgendwas. So. Ich glaube, der schießt jetzt auf uns, ne? Ja. Okay, wir bleiben entspannt. Wir bleiben entspannt. Ich schieße erstmal nur mit normalen Pfeilen. Einfach um irgendwie so ein bisschen die Schwachstellen wegzubekommen. So. Ich habe jetzt aber auch hier Eisbomben. So. Reichen vier von denen, um den zu gefrieren? Na, das ist die große Frage. Zwei, drei, vier. Aufpassen. So, jetzt brauche ich nochmal kurz neue Munition. Oh, da brauche ich Kühlsaft für. Da habe ich aber mehr als genug. Das ist geil, das ist geil, das ist geil. So. Und das war ein Treffer. Das Metall ist brüchig geworden. Okay, 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 okay. So, und jetzt, wenn das Ding hier brüchig ist, dann hacken wir dem jetzt einfach... Aua, was hat mich jetzt getroffen? Irgendwas von der Seite. Na, dann hacken wir dem jetzt einfach hier irgendwas in die Brust. Oh ja, da hab ich seine Brust getroffen. Das war gut, weil da unten ist irgendwas. Okay, ich habe wieder was in der Brust getroffen. Ich glaube, das ist prinzipiell nicht schlecht. So, wir müssen ihn nochmal scannen. Wir müssen ihn nochmal scannen. So, warte mal. Er ist jetzt... Ist er jetzt markiert? Nee, jetzt ist er markiert. Okay. Soll ich versuchen, seinen Schwanz zu treffen? Boah, das ist ja fast unmöglich, ne? Oh, ich treffe ihn nicht da, wo ich will. Ich treffe ihn nicht da, wo ich will. Aua, 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 aua. Schmerzen, Schmerzen und Qualen. Ich meine, ich kann auch einfach mal ein paar Fallen aufstellen. Warte mal.
So, ich stelle die einfach mal hier auf. Das war nicht das, was ich wollte. Okay, er ist in meine Säurefalle gelaufen. So. Sehr gut. Die Falle steht. Die steht auch. Jetzt hat er mich wieder mit irgendwas getroffen. Okay, er ist nochmal in die Säurefalle gelaufen. Okay. Ich weiß nicht, ob Fallen hier der beste Move sind, to be honest. Okay, scheiß auf Fallen. Oh, wir haben einen Eisenknopf rausbekommen. Ich schieß mal auf seine Waffe da. Doch, ich habe schon das Gefühl, dass seine Brust extrem verletzlich ist. Ja. So, aber er, schaut mal sein Leben an. Der hat schon gut gelitten. Der hat schon gut gelitten, ne? So ist nicht. So. Hier explodiert gerade gefühlt alles. So. Schieß mal hier so ein bisschen auf seinen Arm. Ich habe das Gefühl, das tut ihm sehr weh. Ja, da haben wir eine Löschwasser- oder irgendwas Wasserexplosion ausgelöst. Ich weiß nicht genau, was die bewirkt. So. Wir schießen wieder auf seine Brust. Er leidet. Er leidet. Da mache ich jetzt mal, glaube ich, diese Schwere, die einfach nur quasi Schaden über Zeit macht. Ich glaube, der Speer steckt sogar an seiner Brust. Da, wo er echt Baba ist, to be honest. Der zweite vielleicht auch noch. Wow. Okay, ich habe das Gefühl, dass meine Speere gerade einen insane Job machen. Ich habe das Gefühl, die zerbohren den komplett. Ja, scheiße, wenn man so groß ist, ne? Da ist man so eine große Zielfläche. 186 Damage, wow. Okay, das waren nur 8. War nicht so gut. Mhm, gut ausgewichen, ne? Kannst du jetzt mal aufhören zu schreien mit, ich will nicht sterben? Ich bin gerade dabei, dir den Arsch zu retten, okay? Ich bin dabei. Ich glaube, das war's, oder? War's das? Geht da drauf? Das war's. Woohoo! Der Schlachtrücken hat wehgetan. Aber wir haben es, glaube ich, ganz gut geschafft. Ist sie okay? Ich glaube, sie braucht Zeit, um zu verstehen, was passiert ist. Aber sie weiß, wo noch mehr unserer Leute sind. Und eins ihrer Boote liegt in der Nähe. Wir sammeln ein, wen wir können, und zurück zur Siedlung. Okay. Aber dann musst du mich bei Laundras Bunker treffen. Er sagte, er könnte uns wie ein Insekt zerquetschen und er meinte wohl nicht den Schlachtrücken. Er arbeitet an etwas Großem. Wirklich Großem. Ich bin da. Versprochen. Das ist das Mindeste, nachdem du... Hey! Das waren wir beide. Kriegen wir jetzt noch den Kuss? Kriegen wir ihn jetzt noch? So. Aber wir haben tatsächlich mal Laundra gefunden, ne? Mit ihm geredet und ihn konfrontiert. Sollte auch wieder sicher sein. Ich muss Laundra ein letztes Mal verfolgen. So, ich sammle mal hier noch so viele Beeren ein wie möglich. So, und Freunde, beim nächsten Mal gehen wir tatsächlich in Laundras Bunker. Also Ayla meint, er arbeitet an was Großem. Ich glaube, dass es einfach seine Rakete ist, aber... aus dem Vorrat nehmen. Wer weiß. Wer weiß, was der Meister noch macht. So, dann werde ich jetzt an der Stelle, glaube ich, mal... Was haben wir bei Überlebende hier für Skills, die ich noch freischalten kann? Nervige Gesundheit, Ausdauer. Stelle Waffenausdauer schneller wieder her, wenn deine Gesundheit kritisch ist. Okay. Schildfall. Aktive Fertigkeit. Erlange die Fertigkeit, Fallschilde herzustellen. Und oh, okay. Interessant. Aber brauche ich jetzt beides nicht unbedingt? So, Fallenstellerin, ne? Da habe ich ja eh schon ein bisschen was gemacht. Pass mal auf, was haben wir hier? Rauchbombenheilung. Erlange allmählich Gesundheit wieder, während du dich in der Wolke einer heilenden Rauchbombe befindest. Das ist interessant. Ein Seilwerfexperte, ne, mit Seilwerfen. Okay, okay. In einer Rauchbombe heilen, finde ich geil. Was haben wir hier? Scharfschussbögen sind beim Gehen oder Kriechen weniger unpräzise. Oh, da sage ich nicht nein. Da sage ich nicht nein, das nehme ich gerne. Stille Schläge bauen schneller Resonatorenergie auf und verursachen mehr Schaden, wenn der Speer voll aufgeladen ist. Auch da sage ich nicht nein. Das ist ziemlich cool. So, und jetzt wäre hier theoretisch ein neuer Move, den wir lernen.
Bringe ein Spezialmodul an deinem Speer an und löse sofort eine heftige Explosion aus, die alle Gegner in der Nähe in den Berserkerzustand verleitet. Okay, und dann zacken die sich alle selber. Da investiere ich einfach mal rein. Das ist eine Sache, da kann man sich überlegen, ob man damit spielen will. Bloß ich nutze diese Sonderfähigkeiten halt so selten, ne? Ich weiß auch nicht warum. Keine Ahnung. Hab's nie so für mich entdeckt. Erlange die Fähigkeit von Flugmaschinen aus, Greifwürfe auszuführen. Was sind denn Greifwürfe? Das weiß ich nicht. Das Überbrücken einer Maschine energetisiert sofort deinen Speer für einen Resonatorstoß. Oh, das ist cool. Das nehme ich mal mit. Und dann nehme ich das hier auch mit. Erlange die Fähigkeit von Flugmaschinen aus, Greifwürfe auszuführen. Ah ja. Geben wir ihm das Ganze doch mal. So. Alles klar. Und dann sag ich, Freunde, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal bei Horizon Forbidden West. Ich habe das Gefühl, bald kracht's, Freunde. Ich habe das Gefühl, bald kracht's. Ein großes Dankeschön an JT90, Lord Darkflow und Heilang für euren Riesensupport mit der dicken Kanalmitgliedschaft. Ich danke euch, dass ihr dieses Projekt so am Leben haltet.